Kolleginnen und Kollegen, ich rufe auf Tagesordnungspunkt 47, Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN betreffend positive Entwicklung der Kommunalfinanzen ermöglicht weiteren Abbau von Altschulden. Die Hessenkasse des Landes stellt hierfür wertvolle Hilfen bereit. Drucksache 19/5169 aus 19, vereinbarte Redezeit 10 Minuten. Und als Erstes spricht Kollege Reul für die CDU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Mit der Hessenkasse stellt das Land Hessen eine weitere Unterstützung und Hilfe zur Entschuldung der Kommunen in Hessen zur Verfügung. Wir in Hessen setzen auf Schuldenabbau, sowohl im Land als auch in den Kommunen. Neue Schulden vermeiden und Altschulden nach und nach abbauen, dies haben wir uns gemeinsam auf die Fahnen geschrieben. Dabei arbeiten wir nicht nur an einer Reduzierung des Schuldenberges des Landes, sondern helfen auch unseren Kommunen dabei, ihre Schulden abzutragen. Die positive Entwicklung der Kommunalfinanzen setzt sich in Hessen weiter fort. Dies habe ich im letzten Plenum auch in meiner Rede deutlich gemacht. Und die Entwicklung schreitet weiterhin positiv voran. Nicht nur der Bund hat seinen Haushalt im vergangenen Jahr ausgleichen können, sondern auch dem Land und der kommunalen Familie in Hessen ist es gelungen, im letzten Jahr mehr einzunehmen als auszugeben. Einem Großteil der Kommunen, und zwar rund zwei Drittel, ist es gelungen, das letzte Jahr mit einem ausgeglichenen Haushalt abzuschließen. Dies ist ein großer Erfolg. Insgesamt hatten die Kommunen einen Überschuss, also einen positiven Finanzierungssaldo von über 300 Millionen €. Ein hervorragendes Ergebnis. Dabei hilft, und das wollen wir auch nicht verschweigen, die sehr gute konjunkturelle Lage mit Wirtschaftswachstum, guten Steuereinnahmen und historisch tiefen Zinssätzen. Aber gerade von der Zinsseite drohen die größten Risiken für die Kassenkredite der Kommunen. Ein Anstieg um 1 bis 2 % würde die meisten Kommunen mit Kassenkrediten in große Schwierigkeiten bringen. Aus dieser Erkenntnis und der Fürsorge für die Kommunen haben wir die Hessenkasse konzipiert, ein bundesweit einmaliges Programm, mit dem das Land Städte und Gemeinden beim Abbau ihrer Kassenkredite unterstützt. Auf einen Schlag können sich die Kommunen Mitte des nächsten Jahres die insgesamt rund 6 Milliarden € Kassenkredite von der Hessenkasse des Landes abnehmen lassen. Die Zinsen werden ab diesem Zeitpunkt von der Hessenkasse übernommen, die zugleich die Tilgung dieser Kredite organisiert und erhebliche Tilgungszuschüsse leistet. Damit hilft das Land den Kommunen mit hohen Kassenkrediten sehr wirkungsvoll, Schulden abzubauen. Aber auch dies muss erwähnt werden. Die Spielräume, um dies umzusetzen, hat sich die Koalition aus CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN erst erarbeitet, um jetzt den Kommunen hilfreich zur Seite stehen zu können. Wichtige Fortschritte und beachtliche Erfolge konnten wir bereits zusammen mit den Kommunen mit dem über 3 Milliarden € umfassenden Kommunalen Schutzschirm des Landes erreichen, mit dem wir gezielt bei der Entschuldung der Kommunen geholfen haben. Doch damit geben wir uns noch nicht zufrieden. Die kommunale Familie ist bisher noch mit deutlich zu hohen Kassenkreditbeständen belastet und damit einem erheblichen Zinsänderungsrisiko ausgesetzt, das perspektivisch die bisherigen Konsolidierungsbemühungen gefährden könnte. Dieses Risiko in den kommunalen Haushalten wollen wir daher sehr deutlich entschärfen. Deshalb unterbreiten wir den Kommunen mit hohen Kassenkreditbeständen mit der Hessenkasse des Landes ein bundesweit einmaliges Angebot. Dabei leisten wir einen weiteren wichtigen Beitrag zur Entschuldung unserer Kommunen in Hessen. Darüber hinaus werden wir zusätzlich im Rahmen der Hessenkasse ein Investitionsprogramm mit einem Volumen von 500 Millionen € auflegen, mit dem wir finanz- und auch strukturschwache Kommunen besonders unterstützen wollen, die keine Kassenkredite angehäuft oder durch eigene Anstrengungen bereits abgebaut haben. Damit werden die in diesen Kommunen erbrachten hervorragenden Leistungen
bei der Haushaltskonsolidierung im besonderen Maße anerkannt und auch gewürdigt. Hessen setzt auf Schuldenabbau, sowohl im Land als auch in den Kommunen. Wir leisten dabei unseren Beitrag, um die Schuldenspirale zu beenden und Investitionen in die Zukunft zu ermöglichen. Denn ausgeglichene Haushalte und eine tragfähige Begrenzung von Kassenkrediten sind der richtige Weg, den nachfolgenden Generationen Handlungsspielräume statt Schuldenberge zu hinterlassen. Lassen Sie uns gemeinsam noch einmal den Sachstand vor Augen führen. Insgesamt 265 Kommunen, das sind immerhin über 50%, haben Kassenkredite in einem Volumen von insgesamt rund 6 Milliarden € angehäuft. Ich erinnere daran, dass der eigentliche Zweck der Kassenkredite ist, eine kurzfristige Liquidität zur Deckung der Ausgaben zu schaffen. Aber diese Ausnahme wurde jedoch in vielen Kommunen zur Regel, und die Kassenkredite wurden bedauerlicherweise nicht mehr zurückgeführt. Und an dieser Stelle setzt zukünftig die Hessenkasse an. Es ist ein Entschuldungsprogramm für Kassenkredite und ein Investitionsprogramm, das wir über die WIBank mit der Betreuung, Beratung und Organisation in die Wege leiten und den Kommunen anbieten. Die Entschuldung beginnt mit der Schuldenübernahme mitten des nächsten Jahres durch die Hessenkasse. Auf einen Schlag wird die Organisation der Tilgung übernommen und ermöglicht somit einen Neustart aller der am Programm teilnehmenden Kommunen. Insgesamt, das wissen Sie, ist eine maximale Laufzeit von 30 Jahren für die Rückführung der Kredite vorgesehen. Ich betone, die Teilnahme an der Hessenkasse ist freiwillig. Es ist eine Zinsübernahme durch das Land, und zudem Entschuldungshilfen werden durch die WIBank übernommen. Die Kommunen müssen in der Summe, wenn sie sich daran beteiligen, nur rund ein Drittel des Betrages aufbringen, den sie ohne die Hessenkasse für Zins und Tilgung hätten aufbringen müssen. Zwei Drittel, das ist der weit überwiegende Teil, steuert die Hessenkasse über den Landeshaushalt aus Mitteln des Landes, des Bundes und des Landesausgleichsstockes bei. Der Eigenbetrag der Kommune beträgt 25 € pro Einwohner und Jahr, ich erwähnte es, und dies maximal 30 Jahre. Es gibt einen Zuschuss über die WIBank in der gleichen Höhe, 25 € pro Einwohner und Jahr, und im Gegenfall, wenn das noch nicht zurückgeführt ist, der Kredit über 30 Jahre, wird der Rest auch von der WIBank noch übernommen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich vermute einmal, dass Sie vonseiten der Opposition formulieren, dass die Kassenkredite vom Land durch zu geringe Finanzausstattung verursacht waren. Herr Schmidt, tut mir leid, wenn ich Ihnen einen Teil Ihres Redebeitrages wegnehme. Aber wenn dies so wäre, dann wäre aber zu erwarten, dass alle finanzschwachen Kommunen hohe Kassenkredite haben. Dies ist aber nicht der Fall. Dafür gibt es Beispiele. Breidenbach und Rasdorf sind zwar finanzschwach, aber haben keine Kassenkredite. Andererseits haben finanzstarke Kommunen wie beispielsweise Neu-Isenburg oder Königstein erhebliche Kassenkreditbestände. Es bleibt festzuhalten, meine sehr Damen und Herren, die Haushaltskonsolidierung ist kein Selbstzweck, sondern ist notwendig für die Bewahrung der finanziellen Handlungsfähigkeit. Es ist wichtig, dass wir auf allen Ebenen an strukturell ausgeglichenen öffentlichen Haushalten arbeiten, im Bund, im Land und in den Kommunen gemeinsam. Wir wollen die finanziellen Lasten nicht immer weiter auf nachfolgende Generationen abwälzen. Ein solch schweres Erbe wollen wir unseren Kindern und Enkeln nicht hinterlassen. Wir wollen solide, nachhaltige und generationsgerechte öffentliche Haushalte. Dies ist zudem auch die zwingende Voraussetzung, um die finanziellen Handlungsfähigkeiten auch für die Zukunft zu bewahren, zu erhalten und im Zweifel auch auszubauen. Wir wollen eine Zukunft ohne ständig wachsende Schuldenberge. Dies kann aber niemand durch abstrakte Bekenntnisse zur Haushaltskonsolidierung erreichen. Ausgeglichene Haushalte sind das Ergebnis harter Arbeit. Auch spürbare Belastungen können dabei nicht gänzlich vermieden werden. Sie wissen das, in den Haushaltsgrundsätzen der Hessischen Gemeindeordnung ist geregelt, dass der Haushalt in jedem Haushaltsjahr unter der Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus den Vorjahren ausgeglichen sein soll. Das ist richtig, und das sollte grundsätzlich unser gemeinsamer Anspruch sein. Dazu gehört aber auch, dass die Nutzung von Kassenkrediten zukünftig auf ihre ursprüngliche Funktion zur Überbrückung unterjähriger und kurzfristiger Liquiditätsengpässe zurückzuführen ist und in der Zukunft auch einer Genehmigung der Aufsichtsbehörde unterliegen müssen, wenn der Ausgleich im gleichen Haushaltsjahr nicht möglich sein sollte.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, das Land unterstützt die Landkreise und Städte auf sehr vielfältige Weise. Und dies muss in dieser Debatte auch noch einmal kurz betont werden. Ich erwähne die maßgebliche Beteiligung des Landes an der Entschuldung der besonderen belasteten Kommunen im Rahmen des Kommunalen Schutzschirms, 3,2 Milliarden €. Ich erinnere, der Kommunale Finanzausgleich ist in diesem Jahr auf einem Stand von 4,6 Milliarden €, Tendenz weiter steigend. Und zum Vergleich, im Jahr 2010 hat er insgesamt 1,7 Milliarden € weniger betragen. Ein dritter Punkt kommt hinzu. Die Investitionshilfen vom Bund um Land für die zukünftigen Zukunftsinvestitionen in sämtlichen Kreisen, Städten und Gemeinden. Ich erinnere dort an das Programm KIP I und KIP II, KIP macht Schule, was dort an einem Volumen auch den Kommunen zur Verfügung gestellt wird, ein Volumen von 1,5 Milliarden €. Und dazu kommt noch, Kollege Reul, kommen Sie bitte ich komme zum gleich Schluss. Zum Schluss. Dazu kommt noch, wenn ich die Zahlen zusammenfasse, 4,6 Milliarden € vom KFA, 3,2 Milliarden Schutzschirm, Kommunalinvestitionsprogramm, 1,5 Milliarden, dann sind das 9,3 Milliarden €. Und dazu kommt jetzt noch die Hessenkasse mit einem Volumen von über 6 Milliarden €. Meine sehr geehrten Damen und Herren, dies ist eine Unterstützung der Kommunen in Hessen mit über 15 Milliarden € in dieser Größenordnung. Sehr geehrter Herr Rudolph, das ist wahrhaft historisch. Da können Sie nichts hinzufügen. Deshalb sage ich, das Land ist weiterhin ein sehr erfolgreicher Partner der Kommunen in Hessen. Ich danke Ihnen recht herzlich. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Schmidt für die SPD-Fraktion. Ja. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Mit der Hessenkasse zur Kassenkreditentschuldung der hessischen Kommunen werden vor allem Bundes- und vor allem Kommunalmittel eingesetzt, meine Damen und Herren. Während sich das Land als Verursacher dieser kommunalen Finanzkrise einmal mehr einen schlanken Fuß macht. Das ist eine ganz nüchterne Feststellung. Und der Reul, zu der nüchternen Feststellung gehört doch auch. Das Land hat die hessischen Kommunen mit einer mangelhaften Finanzausstattung über Jahre lang in Deutschland in eine einzigartige Verschuldungslage gebracht. Und wenn die Bertelsmann Stiftung Anfang des Monats festgestellt hat, ich zitiere, dass die hessischen Kommunen zu den bundesdeutschen Krisenregionen gehören, dann sollte das für Sie auch zum Nachdenken führen, wer diese Situation verursacht hat. Und auch da kann man auch nüchtern wiederum feststellen, und das werden Sie ja nicht bestreiten können, dass in den 90er Jahren, also zur Zeit, als Rot-Grün regiert hat, die hessischen Kommunen zu den drei Ländern gehörten, die die geringsten Defizite gehabt haben. Und das ist gekippt mit der Regierungsübernahme durch die CDU. Auch das ist eindeutig. Wir stehen mittlerweile, haben die hessischen Kommunen mit die höchsten Verschuldungen, gehören zu den vier Ländern, die die höchsten Verschuldungen haben. Also ist doch in diesem Zeitraum etwas passiert, meine Damen und Herren. Und wissen Sie, was in diesem Zeitraum passiert ist? Dass den Kommunen die Kosten davon gelaufen sind und die hessischen Kommunen haben mit die stärksten, größten Aufgaben, meine Damen und Herren, bundesweit, aber dass die Finanzmittel des Landes nicht im gleichen Maße nachgeflossen sind. Und das hat genau zu dieser Entwicklung gekommen. Zu den Spitzenplatz, Hessen stark, zu den Schwächsten, meine Damen und Herren. Deswegen sage ich Ihnen, dass was Sie jetzt vorhaben, dass eine Entschuldung, die in dieser Zeit, in Ihrer Regierungszeit aufgebaut worden ist, dass die hessischen Kommunen entschuldet werden müssen, ist richtig. Was aber eine echte Gemeinheit ist und was unzulässig ist, ist, dass 80% das, was Sie jetzt vorhaben, wiederum die Kommunen zahlen müssen und das Land Hessen lediglich ein Fünftel dieser Entschuldung
mit eigenen Mitteln vornimmt. Das ist nicht korrekt, meine Damen und Herren. Das Land wäre gefordert als Verursacher der Situation der hessischen Kommunen. Wer hat denn zu verantworten, dass die hessischen Kommunen 6,2 Milliarden € Kassenkredite aufnehmen müssten? Meine Damen und Herren, das hat die CDU in diesem Lande zu verantworten. Und das wäre uns als Land zu verantworten. Und deswegen wäre es Ihre Pflicht, dass das Land aus Landesmitteln jetzt auch die Entschuldung vornimmt. Herr Reul, eine Gemeinde, ich nehme an, Sie meinen Breitenbach am Herzbach, mit 1700 Einwohnern als Gegenbeispiel zu finden, meine Damen und Herren. Also auch da Vorsicht ein bisschen. Ich glaube nicht, dass das ein durchschlagendes Argument ist. Sie müssen die Gesamtheit der hessischen Kommunen nehmen. Und die Gesamtheit der hessischen Kommunen hat eben diese Milliarden Euro an Schulden, an Kassenkredite aufbauen müssen. Und deswegen bleibt es dabei, dass das Land eigentlich mit Landesmitteln die Kommunen von dieser, aus dieser Lage befreien müssten. Aber das geschieht nicht, sondern, meine Damen und Herren, Mittel, die den Kommunen eigentlich zustehen, werden von ihnen zweckentfremdet. So werden alleine 59 Millionen € Bundesmittel, die den Kommunen für Hilfen für behinderte Menschen zugewiesen werden sollen, zweckwidrig eingesetzt. Ja, so ist es. Das sind die aus dem Bundesteilhabegesetz, werden wird dem Land 59 Millionen €, die gedacht sind, die Kommunen für ihre Aufgaben, die sie für behinderte Menschen erbringen, zu entlasten. Die werden jetzt eingesetzt, um sozusagen das, was die Landesregierung fordert, an Entschuldung zu finanzieren. 60 Millionen € ist der Kommunalanteil aus dem Fonds Deutscher Einheit. Auch die sollen jetzt eingesetzt werden, und 20 Millionen € aus dem KfW, aus dem Landesausgleichsstock. Und 100 Millionen € sind aus Eigenmittel, sind die berühmten 25 € zu erbringen. Damit, ich möchte wissen, Herr Minister, ich möchte auch von dem nachfolgenden Redner oder Rednerin der GRÜNEN wissen, sind meine Zahlen richtig? Ist es so, dass 80% von den Kommunen erbracht werden, dieses Entschuldungsfonds, und nur 20% vom Land? Ist meine Zahl richtig oder nicht? Das möchte ich wissen von Ihnen, Herr Minister Schäfer. Meine Damen und Herren, und damit, und das jetzt wird es interessant von der Summe her, damit werden den hessischen Kommunen weitere 239 Millionen €, Sie kennen die Diskussion um die 244 Millionen €, damit werden den hessischen weitere 239 Millionen € jährlich entzogen. Und der Städtetag hat dazu festgestellt, da müssen Sie auch sagen, ich habe falsch, der Städtetag liegt falsch, rund 80% der Mittel müssen die Kommunen bereitstellen, gut 20% steuert das Land bei, und hat das auch kritisiert. Meine Damen und Herren, und der von Ihnen eingeforderte Landesanteil, der Eigenanteil der Kommunen, der von Ihnen eingeforderte Eigenanteil der Kommunen in Höhe von 25 € wird eine neue Runde der Steuern- und Gebührenerhöhung auf kommunaler Ebene einleiten. Das ist doch heute schon abzusehen, meine Damen und Herren. Denn viele Kommunen sind angesichts der hohen Pflichtaufgaben und damit sage ich auch mal Pflichtausgaben gar nicht in der Lage, diese 25 € pro Einwohner durch Einsparungen erbringen zu können. Wie soll Offenbach, wie soll die Stadt Offenbach weitere 2,5 Millionen € jährlich kürzen? Wie soll der Main-Kinzig-Kreis 10 Millionen € oder die Stadt Rüsselsheim weitere 1,6 Millionen € jährlich kürzen? Ich bin mal gespannt drauf, meine Damen und Herren. Und verbunden mit der Verschärfung der Kommunalaufsicht, das haben Sie ja auch vor, müsste z. B. in meinem Kreis, der Kreis Bergstraße, über 10 Millionen € einsparen. Dabei hat mein Kreis, der Kreis Bergstraße, alleine 150 Millionen € bereitzustellen, sind notwendig, um die Schulen in den nächsten Jahren zu sanieren. Wenn man dies zusammen sieht, der Investitionsbedarf der hessischen Kommunen allein im Schulbereich beträgt 3 Milliarden €. Dann bin ich mal gespannt, wie dieser Eigenanteil von den Kommunen ohne Steuer- und Gebührenerhöhung erbracht werden soll. Da bin ich wirklich gespannt. Deswegen sage ich, die Landesregierung gibt den Kommunen einmal mehr Steine statt Brot. Und der Städte- und Gemeindebund hat das ganz, auch finde ich, sehr schön dargestellt. Ich zitiere aus der Pressemitteilung. Die für die Tilgung notwendigen Mittel müssen zu einem größeren Anteil als bisher geplant vom Land Hessen kommen. Das Land trägt eine erhebliche Mitverantwortung dafür, dass das Kassenkreditproblem in Hessen so groß geworden ist, sagte Herr Schelske.
Und dann führt er weiter. Man hat uns aber jetzt höchstens drei Finger gereicht. Wir brauchen aber schon die ganze Hand des Landes, damit die betreffenden Kommunen aus dem Schuldensumpf gerettet werden können, machte Schelske deutlich. Und bei der Finanzierung der Tilgen würden neben dem Eigenanteil der betroffenen Kommunen Mittel eingesetzt, die den Kommunen ohnehin zustünden, so z.B. Entlastung des Bundes für die Kommunen. Und dann zitiert, wird er wieder zitiert, das kann man nicht als Landesbeteiligung durchgehen lassen. Ich finde, der Städte- und Gemeindebund hat völlig recht. Und es ist wieder einmal wie das KIPP-Programm 1, 2, wie das, was Sie jetzt in den nächsten Tagen auch vorhaben. Kinderbetreuung haben wir eben diskutiert. Mit dem Geld von anderen lassen sich schöne Programme finanzieren, meine Damen und Herren. Aber es ist nicht fair gegenüber den Kommunen. Es ist nicht fair, gerade an dieser Stelle Bundes- und kommunale Mittel einzusetzen, sondern das Land, das die Verursachung für die Situation, für die hohen Kassenkredite gesetzt hat, wäre an der Stelle, wäre in der Verantwortung, die vollständige Übernahme der Kassenkredite durch das Land vorzunehmen. Denn das Land, und das ist auch, das Land hat die Kommunen in die Verschuldung getrieben. Und das Land ist deswegen in der Pflicht, niemand anderes. Das Land ist in der Pflicht, die Kommunen mit eigenen Mitteln zu entschulden. Das wäre ein Gebot der Stunde. Alles das, was Sie jetzt vorhaben, der Entzug von weiteren 239 Millionen €, wird die Investitionskraft der hessischen Kommunen weiter schwächen. Und die sind schon auf dem niedrigsten Stand. Ich beziehe mich wieder auf die Studie der Bertelsmann Stiftung, dass die Investitionen in Hessen der Kommunalen, auf der Kommunalen viel zu niedrig sind. Deswegen, die Idee zur Entschuldigung ist richtig. Aber das wiederum auf Kosten der Kommunen zu tun, ist der falsche Weg. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Schmidt. Das Wort hat der Abg. Schalauske, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Bereits jetzt zum zweiten Mal in Folge legen die Regierungsfraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN einen Entschließungsantrag vor, in dem die Landesregierung gefeiert und die Finanzsituation der hessischen Kommunen beschönigt wird. Nun spricht überhaupt nichts dagegen, dass wir hier in regelmäßigen Abständen über das Thema Kommunalfinanzen sprechen, aber die Vorlage gleich oder immer ähnlich lautender Jubelanträge hilft den Verantwortlichen in den Kommunen wenig. Im ersten Teil Ihres Antrags verklären Sie erneut die finanzielle Lage der hessischen Städte, Landkreise und Gemeinden. Folgt man Ihren Verlautbarungen, auch die, die jetzt wieder zu hören waren, da könnte man ja auf den Gedanken kommen, dass in den Kommunen Milch und Honig fließen müssten und dass in den Kämmereien andauernd die Sektkorken knallen dürften, weil die Verantwortlichen in den Kommunen gar nicht mehr wissen, wohin mit dem vielen Geld. Doch leider ist die Wahrheit eine ganz andere. Diese Landesregierung hat mit Verweis auf die Schuldenbremse und mit dem Instrument des sogenannten Schutzschirms die Kommunen in den letzten Jahren zu einer rigiden, zu einer brutalen Kürzungspolitik gezwungen, in deren Folge öffentliche Aufgaben nur noch eingeschränkt oder gar nicht mehr erfüllt werden können. Und wie sieht das konkret aus? In den Bereichen Sport und Kultur wurde vielerorts drastisch gekürzt, Stadtteilbibliotheken, Jugendzentren, Schwimmbäder geschlossen. Und diese Drangsalierung der kommunalen Selbstverwaltung, die nennen Sie in Ihrem Antrag sogar noch partnerschaftliche Unterstützung. Also ich stelle mir unter partnerschaftlicher Unterstützung seitens des Landes etwas völlig anderes vor, meine Damen und Herren. Und die Leidtragenden waren wie immer die Bürgerinnen und Bürger. Denn den hessischen Bürgerinnen und Bürgern wurden mit den Gebührenerhöhungen auf breiter Front, die Sie zu verantworten haben, tief in die Tasche gegriffen. Aber in dieser Plenarwoche setzen Sie dem Ganzen dann noch die Krone auf. Denn heute feiern Sie Ihre sogenannte Hessenkasse.
Und klar, es ist notwendig, dass wir hier im Hessischen Landtag eine Debatte über diese angekündigte sogenannte Hessenkasse führen. Aber schön wäre es, wenn dafür auch ein Gesetzentwurf hier auf der Tagesordnung stünde, den wir dann auch konkret lesen können und mit dem wir uns dann auseinandersetzen können. Denn bisher wissen wir nichts mehr als das, was in Ihrem Antrag steht und was wir aus den Presseverlautbarungen des Finanzministers lesen könnten. Hilfreich wäre es, wenn wir im Landtag über die Gesetzentwürfe und nicht über die Verlautbarungen diskutieren könnten. Das wäre ein sachgemäßes Verfahren. Aber ich glaube, für Jubel wird es ohnehin kaum Anlass geben. Denn Ihre Hessenkasse wird voraussichtlich nichts anderes sein als das, was wir in anderen Zusammenhängen eine sogenannte Bad Bank nennen. Hier geht es also um eine Bad Bank für die hessischen Kommunen, die überhaupt erst deswegen notwendig ist, weil die schwarz-gelbe Landesregierung und dann die schwarz-grüne Landesregierung die Finanzen der hessischen Kommunen an die Wand gefahren haben. Sie feiern sich jetzt dafür, dass Sie planen, einen Teil der Schäden, die Sie zu verantworten haben, die Sie überhaupt erst angerichtet haben, zu beseitigen. Und Ihr Vorhaben, soweit wir es denn jetzt kennen, scheint auch nur deshalb zu funktionieren, weil die Konjunktur gut läuft. Nur deshalb reichen die Steuereinnahmen im Moment halbwegs aus, um wieder einen Normalzustand herzustellen. Sie wollen jetzt die Kassenkredite der Kommunen dauerhaft reduzieren. Die Kassenkredite, die nur angelaufen sind, weil die Landesregierung, die Schwarz-Gelbe und die Schwarz-Grüne die Kommunen nicht ausreichend finanziert haben. Die Höhe der Kassenkredite ist doch erst einmal nur eine abstrakte Zahl, aber eine Zahl mit ganz konkreten Folgen. Konkret bedeutet das vielerorts, dass die von Ihnen auch in Ihrem Antrag so gelobten Kommunalpolitiker in den letzten Jahren doch faktisch nur entscheiden konnten, ob sie zuerst die Kita-Beiträge erhöhen oder die Schwimmbäder schließen. Mittlerweile besteht schon jetzt in vielen Kommunen diese Wahl gar nicht mehr. Die sogenannten freiwilligen Leistungen, die sind auf ein Mindestmaß gestrichen worden und dringend benötigte Investitionen unterlassen. Und was droht jetzt mit der Hessenkasse? Es droht eine weitere Verschärfung dieser Kürzungspolitik. Was passiert denn, wenn die Kommunen, denen nun Kassenkredite übernommen werden, ihren Anteil zur Tilgung nicht erwirtschaften können? Darauf hat der Kollege Schmidt hingewiesen. Und was passiert, wenn sie zur Aufgabenerfüllung dann später neue Kassenkredite brauchen? Es ist zu befürchten, dass Sie infolge Ihrer unsäglichen Schutzschirmtradition dann die kommunale Selbstverwaltung noch weiter aushebeln und die Kommunen zu einer neuen Kürzungsrunde zwingen. Und wieder sind die Leidtragenden die hessischen Bürgerinnen und Bürger. Das droht mit der sogenannten Hessenkasse. Im Übrigen, Generationengerechtigkeit, die Sie ja auch häufig hier im Munde führen, die sieht ganz anders aus. Generationengerechtigkeit ist eben nicht, den hessischen Bürgerinnen und Bürgern eine marode Infrastruktur und einen gigantischen Investitionsstau in den Kommunen zu belassen. Das hat nichts mit Generationengerechtigkeit. Sie belobigen sich immer wieder über Ihre kommunalen Investitionsprogramme. Aber das ist geradezu absurd. Einerseits, das räumen Sie ja selber dann auch hinter ein bisschen kleiner, räumen Sie das ja auch ein, dass Sie das vorwiegend mit den Mitteln des Bundes und der Kommunen finanzieren. Aber andererseits ist doch die ständige Notwendigkeit irgendwelcher Sonderprogramme doch nicht weniger als eine Bankrotterklärung. Eine Bankrotterklärung, die belegt, dass Ihre Infrastruktur- und Investitionspolitik gescheitert ist, meine Damen und Herren. Wer die Kommunen regelmäßig so ausstattet, dass diese ihre Freiwilligen und ihre Pflichtaufgaben erfüllen können und trotzdem in der Lage sind, die Infrastruktur zu erhalten, der braucht gar nicht erst solche plötzlichen Sonderprogramme, die ohnehin viel zu klein sind. Und in der vergangenen Woche, ja, komme ich noch zu. In der vergangenen Woche hatten wir ja eine Anhörung zum Kommunalen Investitionsprogramm 2. Einige von Ihnen haben daran teilgenommen. Und dort hat der Direktor des Hessischen Städtetags mehr oder minder deutlich erklärt, dass er es für unnötig hält, den Investitionsbedarf in den hessischen Kommunen zu beziffern, im Unterschied zu vielen anderen Experten. Aber warum? Er hat gesagt,
weil schlicht und ergreifend das Problem mittlerweile so groß ist, dass nicht zu erwarten ist, dass überhaupt genügend Geld zur Verfügung gestellt wird, um diesen gigantischen Investitionsstau in Angriff zu nehmen. Anders ausgedrückt, der Investitionsstau in Hessen ist mittlerweile so groß, dass nicht mehr absehbar ist, wann, wie und ob er überhaupt aufgelöst werden kann. Deswegen wäre es notwendig, eine Analyse über den kommunalen Investitionsbedarf in Hessen zu unternehmen. Sie kennen die Zahlen von Experten, die den bundesweiten Bedarf auf über 100 Milliarden € schätzen. Klar ist aber in jedem Fall, Ihre Programme in Form von KIP 1 und 2 die sind und bleiben völlig unzureichend. Allein für die Investitionen in Schulgebäude in Wiesbaden und in Frankfurt braucht es zusammen schon mehr finanzielle Mittel, als Ihre beiden Programme hergeben. Und damit wollen Sie die Investitionen, damit wollen Sie allen Ernstes die Investitionen in allen hessischen Kommunen ankurbeln. Ich finde, Sie sollten eine ordentliche Bedarfsanalyse organisieren, statt alle paar Wochen ein paar Investitionsprogramme anzukündigen. Auch die Ankündigung von weiteren Sonderinvestitionen im Rahmen Ihrer Hessenkasse, das ist letztlich nichts weiteres als ein Eingeständnis, dass KIP 1 und 2 nicht reichen. Und es droht dann, auch die Kommunen stärker unter die Fittiche des Landes zu nehmen und unter einen Kürzungsdruck zu setzen, wenn Sie sie so loben dafür, dass Sie sich schon vorher kaputtgespart haben. Es mag der öffentlichen Vermarktung Ihrer Politik gut dienen, aber ich finde es mehr als bedenklich, dass die Kommunen letztlich von der Spendierlaune dieser Landesregierung abhängen. Und spätestens, wenn die Konjunktur sich eines Tages wieder abkühlt, dann drohen erneut wieder Kürzungswellen in den Kommunen. Was wir mit diesen Programmen erleben, wie auch mit der Hessenkasse, das ist letztlich eine Politik nach Gutsherrenart. Wenn es dieser Landesregierung in den Kram passt, dann macht sie generös auch mal ein paar Krümel locker. Das ist aber nicht die Politik, die wir uns für die hessischen Kommunen vorstellen. Wir wollen die hessischen Städte, Landkreise und Gemeinden dauerhaft mit ausreichend Mitteln für freiwillige und Pflichtausgaben ausstatten. Wir wollen, dass die Kommunen genügend Geld haben, um in die Infrastruktur zu investieren. Und wir wollen die kommunale Selbstverwaltung ernst nehmen, sie nicht von der Kassenlage des Landes abhängig machen, sondern wir wollen eine Gestaltung des Gemeinwesens ermöglichen. Das nehmen wir zur Kenntnis. Aber klar, dafür braucht es mehr Geld. Wie wir mehr Geld für die Kommunen organisieren können, dazu empfehle ich Ihnen die Steuerpläne des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Der hat, auch wenn sie nicht ganz so weit gehen wie die unseren, schon letzte Woche noch einmal vorgerechnet mit den Steuerplänen des DGB, die insbesondere die Superreichen und Gutverdienenden in diesem Land stärker belasten würden, wären für das Land Hessen Mehreinnahmen von über 2 Milliarden € möglich, für die hessischen Städte und Gemeinden und Kommunen über 1 Milliarde €. Das ist der richtige Weg. Wir müssen die Reichen und Superreichen in dieser Gesellschaft stärker besteuern und die Kommunen auskömmlich finanzieren. Dazu leisten sie leider wenig. Vielen Dank, Kollege Schalauske. Das Wort hat die Frau Abg. Goldbach, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich muss erst noch einmal wirklich direkt auf Herrn Schalauske von den LINKEN antworten. Ihre ewige Behauptung, in Hessen verrotten alle Schulen, ist manchmal so absurd, dass es wirklich schon witzig ist. Letzte Woche war ich zu einer wunderbaren Podiumsdiskussion in einer hessischen Schule in Lolla, die Clemens-Brentano-Schule. Das ist eine tolle Schule, die gerade mit Landes- und Bundesmitteln top saniert wird und eine riesen Veranstaltungshalle bekommt. Die Schule, die Schülerschaft und die Lehrer sind darüber sehr glücklich. Und da setzt sich dort tatsächlich ein Linker hin und sagt, in Hessen verrotten alle Schulen. Also, ich glaube, mehr muss man dazu nicht sagen. Das, was Sie hier als Situation beschreiben, das ist ein Zustand, den Sie gerne hätten, um sich zu profilieren. Aber wir sind auf einem ganz anderen Weg in Hessen. Wir haben hier in Hessen in unserer Kommunalpolitik im Wesentlichen
drei Ziele und drei Ansatzpunkte. Das eine ist eben, die Investitionskraft zu stärken in den hessischen Kommunen. Das zweite ist, den hessischen Kommunen beim Schuldenabbau zu helfen. Und ganz wichtig, das dritte, eine dauerhafte, verlässliche Finanzierung zu sichern. Und genau daran arbeiten wir in dieser Koalition seit 2014 und sind schon ein gutes Stück weitergekommen. Der kommunale Schutzschirm war noch in der letzten Legislaturperiode und hat den Kommunen schon 3,2 Milliarden € Finanzhilfen gegeben. Im kommunalen Finanzausgleich haben wir zum ersten Mal, und das noch einmal zur Erklärung, wir haben zum ersten Mal überhaupt festgestellt, wie hoch ist denn der Bedarf der Kommunen? Welche Aufgaben haben sie zu erledigen? Die Gemeinden, die Städte, die Landkreise? Wie viel Geld brauchen sie dazu? Das ist berechnet worden. Und seit wir den neuen KFA haben, erhalten die Kommunen so viel Geld vom Land Hessen, wie sie brauchen, um diese Aufgaben zu erfüllen, nämlich das, was sie selbst nicht durch eigene Einnahmen erwirtschaften können. Das heißt, wir haben schon für eine bedarfsgerechte, dauerhafte Finanzausstattung der Kommunen gesorgt. Die Investitionskraft der Kommunen stärken wir mit unseren Investitionsprogrammen. Ja, das tun wir. Das sind KIP 1 und KIP 2. Kollege Reul hat auch schon die Summen dazu genannt. Das will ich jetzt nicht noch einmal wiederholen. Und wenn jetzt irgendjemand hier ruft, aber es reicht nicht, das muss immer noch mehr Geld sein, dann empfehle ich mal ein paar Gespräche mit Kommunalverantwortlichen, die die Investitionen umsetzen, die die Planung machen. Fragen Sie die doch einmal, wie die Situation gerade ist. Die sagen, das ist gut. Wir haben im Moment ausreichend Geld für unsere Investitionen, aber die sind auch am Limit. Wir haben nämlich auch eine allgemeine wirtschaftliche Lage. Wir haben eine gute Konjunktur. Die Handwerksbetriebe sind ausgelastet. Wenn wir jetzt die Kommunen mit noch mehr Geld zuschmeißen würden, sie würden keine Handwerker mehr kriegen, keine Architekten und keine Bauingenieure, die das alles umsetzen. Wir machen das Stück für Stück, so wie die Kommunen es auch umsetzen können. Denn es ist eben ein andauerndes und systematisches Stärken der Kommunalfinanzen durch den KFA, die dauerhafte Finanzierung und immer wieder Investitionsmittel in die Kommunen und gerade auch in den Bildungsbereich. Jetzt blieb ein Problem, nämlich die hohen Kassenkredite. Die sind ein Problem in Hessen gewesen. Das hat auch die Studie der Bertelsmann Stiftung richtig festgestellt. Herr Schmidt, allerdings war das Doofe, bei der Veröffentlichung wussten die noch nicht anscheinend, dass wir die Hessenkasse geplant haben. Denn die Bertelsmann Stiftung fordert noch in der Veröffentlichung, angesichts der guten Konjunktur und minimalen Zinsen ist die Gelegenheit gekommen, über eine große Lösung der Kassenkredite nachzudenken. Ja, prima. Und wir konnten sagen, machen wir schon. Genau die Forderung, die Schlussfolgerung der Bertelsmann Stiftung, was ist in Hessen zu tun, das haben wir schon angefangen. Und damit kommen wir einmal zur Hessenkasse. Was machen wir hier eigentlich? Die Kassenkredite sind deshalb besonders problematisch, weil sie eben eine Zeitbombe sind. Wir haben aktuell immer noch ein absolut niedriges Zinsniveau. Ich will das einmal an zwei Beispielen konkret sagen, was das bedeuten würde. Die Stadt Darmstadt hat 280 Millionen € Kassenkredite. Das ist so wie den Dispo-Kredit überzogen. Ziemlich viel, aber es ist ja auch eine große Stadt. Bei 0,2 % Zinsen heißt das eine jährliche Zinszahlung von gut 700.000 €. Bei 2 % 5,6 Millionen €. Offenbach hat etwa 384 Millionen € Kassenkredite. Bei 0,2 % Zinsen sind das 960.000 Zinsen pro Jahr. Aber wenn die Zinsen auf 2 % steigen sollten, sind das 7,68 Millionen € Zinsen pro Jahr. Und das ist die Gefahr, die in diesen hohen Kassenkrediten liegt. Und das wollen wir den Kommunen abnehmen, indem wir sagen, dieses Risiko dieser steigenden Zinsausgaben, die jeden Haushalt sprengen würden, das wollen wir den Kommunen abnehmen. Und das ist genau der richtige Weg. Und es ist jetzt auch der richtige Zeitpunkt, weil aktuell sind die Zinsen niedrig und deshalb kann das Land eben über eine Finanzierung der WIBank ausgezeichnete Konditionen erhalten
um diese langfristige Verschuldung günstig zu finanzieren. Und für die Kommunen heißt das 6 Milliarden € Kassenkredite. Das ist der hohe Stand. Zum 01.07.2018 gehen die runter auf null bei den Kommunen. Und dann finanziert das Land Hessen das zusammen mit den Kommunen. Klar gibt es einen Eigenbeitrag. Natürlich 25 € pro Einwohner. Und ja, natürlich beteiligen sich die Kommunen an der Tilgung. Aber das Land legt noch einmal 25 € drauf und trägt dann noch die Zinsen. Das heißt, wir werden gemeinsam diese alten Kassenkredite abzahlen. Und nach 30 Jahren sind sie vollständig getilgt. Warum ist das so wichtig mit den 25 €? Nun, weil die nominale Belastung gleich bleibt. Und das ist für die Kommunen genial. Das ist planbar. Und wenn die Nominalbelastung gleich bleibt, ist das ähnlich wie bei einem Annuitätendarlehen. Sie zahlen immer denselben Betrag, aber im Zeitablauf wird der Wert immer niedriger, weil die Haushaltsvolumina steigen und weil wir auch Inflation haben. Also, für die Kommunen ist es verlässlich, es ist gut planbar und es ist eine tragbare Belastung, den Anteil, den sie selbst tragen müssen. Ich möchte noch einmal kurz eingehen auf irgendeine Bemerkung. Also, Herr Reul hatte Beispiele genannt. Es gibt auch Kommunen, die haben keine Kassenkredite aufgebaut, trotz ihrer Finanzschwäche. Und da sagte, glaube ich, Herr Schmidt, das wäre ein doofes Beispiel, oder wer? Oder auch Herr Schalauske, weiß ich mehr, ist egal. Dann nenne ich mal ein anderes Beispiel aus meinem Kreis, Vogelsbergkreis. Wir haben zwei Mittelzentren, Alsfeld und Lauterbach. Die sind etwa vergleichbar von der Größe her. Lauterbach hat 14.000 Einwohner, Alsfeld hat 16.000 Einwohner. Lauterbach hat null Kassenkredite, Alsfeld 10 Millionen. Das kann man nicht erklären, dadurch, dass die Städte so unterschiedlich seien. Im Gegenteil, die sind sehr ähnlich in ihrer ganzen Struktur. Also, man muss wirklich sagen, manche Städte, manche Kommunen haben es geschafft, trotz ihrer Finanzschwäche, trotz niedriger Einnahmen, keine hohen Kassenkredite aufzubauen. Andere haben sie aufgebaut. Dass wir denjenigen, die hohe Kassenkredite haben, jetzt trotzdem helfen, ist absolut richtig. Denn jetzt, wie gesagt, ist der Zeitpunkt, diese Kredite abzulösen und abzubauen. Aber die andere Schlussfolgerung ist, für die anderen müssen wir auch etwas tun. Diejenigen, die nämlich sehr sparsam waren, die vielleicht auch bei Ausgaben gespart haben, bei Leistungen, die sich andere Kommunen geleistet haben, also kriegen die ein Sonderinvestitionsprogramm, 500 Millionen €. Und das finde ich genau richtig, denn das ist eine faire Behandlung aller Kommunen. Die Finanzschwachen, die keine Kassenkredite haben, kriegen von uns noch einmal zusätzliches Geld. Und die Hessenkasse im Übrigen finanziert deshalb, weil sie eingebunden ist in diese Gesamtstrategie, also KFA, dauerhaft gute Finanzierung, Schuldenabbau und Investitionen ermöglichen. Denn wenn irgendjemand jetzt sagt, die Kommunen könnten ihren Eigenanteil nicht tragen, dann ist das Quatsch. Das können sie sehr wohl. Wir haben steigende Einnahmen in den Kommunen, und außerdem erhalten sie eine bedarfsgerechte Finanzierung. Das heißt, diese Risiken der schwankenden Einnahmen, die es in der Vergangenheit gab, die gibt es ja gar nicht mehr in den hessischen Kommunen. Und deshalb ist die Hessenkasse jetzt das nächste sinnvolle Instrument in einer guten Gesamtstrategie zur Unterstützung unserer hessischen Kommunen. Ein Problem hat jetzt vielleicht die Opposition, weil wir in finanziellen Dingen so viel getan haben. Außerdem werden die Schülerinnen und Schüler in den Grundschulen durch den Pakt für den Nachmittag betreut. Und jetzt gibt es auch noch gebührenfreie Kitas. Da bleibt der Opposition wenig. Aber das ist, wie gesagt, nicht unser Problem. Vielen Dank, Frau Kollegin Goldbach. Zu einer Kurzintervention hat sich der Kollege Michael Siebel, SPD-Fraktion, gemeldet. Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Frau Goldbach, ich habe mich zu Wort gemeldet, weil ich Ihren Satz, den ich sinngemäß zitiere, wenn wir jetzt die Kommunen mit noch mehr Geld zuschmeißen, können sie das gar nicht umsetzen, in der Tat für einen ziemlichen Knaller halte, den Sie hier und uns zum Besten gegeben haben.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, Frau Goldbach, das zeugt davon, dass Sie offensichtlich über die realen Situationen in den Kommunen wenig Verständnis haben, Kollege Weiß sagt, keine Ahnung haben über fehlende Sanierungsmittel in den Schulen, über fehlende Sanierungsmittel bei den kommunalen Straßen. Wir haben eine Situation, wo wir einen Investitionsstau, den Sie nicht erhoben haben, in den Kommunen haben, und dazu nehmen Sie nicht die probaten Mittel in die Hand. Das, finde ich, muss kritisiert werden. Mein erster Punkt. Mein zweiter Punkt. Ich habe die Diskussion bisher sehr aufmerksam verfolgt. Und keiner von den Rednerinnen und Rednern der Regierungsfraktionen ist auf die Frage des Kollegen Schmidt eingegangen, sind die Zahlen, die Herr Schmidt benannt hat, richtig oder falsch? Ist es richtig oder falsch, dass 4/5 dessen, was Sie jetzt mit der Hessenkasse machen, von den Kommunen getragen werden und lediglich von der Landesregierung 1/5 übernommen wird? Das ist die Kernfrage vor dem Hintergrund dessen, was Sie zu besorgen haben. Und, Frau Goldbach, noch eine Bemerkung, weil Sie Darmstadt zitiert haben. Ich lobe selten die Regierung in Darmstadt. Der Kämmerer in Darmstadt hat sehr weise etwas gemacht, dass er nämlich die Kassenkredite umgezwitscht hat in langfristige Kredite zum jetzigen Zeitpunkt. Das ist verantwortliche kommunale Selbstverwaltung gegenüber den Kassenkrediten. Und das möchte ich Ihnen gerne einmal in Ihre Rede geschrieben haben. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Siebel. Es antwortet der Abg. Goldbach. Bitte. Verehrter Herr Kollege Siebert, ich habe vorhin versucht, klarzumachen, vielleicht habe ich mich undeutlich ausgedrückt, deswegen erkläre ich es noch einmal. Die Kommunen brauchen Kapazitäten, um die Investitionen umzusetzen. Wir haben 1,5 Milliarden € schon in dieser Legislaturperiode in die Kommunen gegeben für Investitionen in Schulen, in andere kommunale Gebäude. So, und das heißt, das muss geplant werden. Die Maßnahmen müssen geplant werden. Wir brauchen Architektenleistungen, wir brauchen Bauingenieure, die das planen. Und dann müssen, und das habe ich vorhin schon gesagt, in einer Hochkonjunkturphase die Baufirmen beauftragt werden. Das ist im Moment ein Problem. Und deswegen sage ich, wir müssen diesen Investitionsstau, den wir in der Vergangenheit hatten, weiterhin Stück für Stück auflesen. Wir werden den Kommunen weiter Geld geben, und die Kommunen werden Stück für Stück nach ihren Investitionsplänen ihre Investitionen umsetzen und ihre Bauten errichten und ihre Schulen sanieren und was immer sonst zu tun ist. Aber das kann man nicht mit einem Schlag, sondern jeder, der schon einmal irgendwo in so einer Verwaltung geguckt hat, weiß, das geht nur Stück für Stück. Das machen wir im richtigen Tempo und zusammen mit dem Kommunen und so, wie es eben überhaupt möglich ist, auch aufgrund der konjunkturellen Lage auf dem Baumarkt im Moment. Vielen Dank, Kollegin Goldbach. Das Wort hat der Abg. Jörg-Uwe Hahn, FDP-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen! Es ist jetzt das zweite Mal hintereinander, dass die CDU-Fraktion in diesem Hause die Kommunalfinanzen zum Setzpunkt gemacht hat. Und Kollege Reul hat darauf hingewiesen, dass wir allein in diesem Jahr schon mindestens dreimal, wenn nicht gar sogar viermal, nämlich bei jedem Plenum, über die Kommunalfinanzen diskutiert haben. Ganz offensichtlich ist aber der Union daran gelegen, dass das Stimmungsbild wieder relativiert werden soll, was durch die Bertelsmann-Stiftung ja nun eindeutig und jedenfalls objektiv erst einmal legitimiert vorgelegt worden ist. Ja, wir Freie Demokraten übernehmen nicht das Wort von der Krisenregion, aber das steht in der Bertelsmann-Stiftung so drin. Ein uns begleitender Journalist hat vor einigen Tagen im Wiesbadener Kurier, Herr Stang, darauf hingewiesen, dass alleine mit den neuen Programmen KIP II und mit der Hessenkasse Dinge angelegt worden sind, die es, wenn man es jetzt in das Buch der Bertelsmann-Stiftung hereinschreiben würde, hereinrechnen würde, jedenfalls diese Schlussfolgerung nicht mehr geben kann. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir uns mit Kommunalfinanzen auseinandersetzen, dann können wir es ja auch mal ein bisschen vertiefter tun.
Und da finden wir, dass die Bertelsmann Stiftung dort eine Reihe von Fakten, Zahlen, Daten und auch Schlussfolgerungen vorgelegt hat, die uns schon ein bisschen mehr nachdenklich stimmen sollten als der Jubel als der bedingungslose Jubel alleine über die Hessenkasse. Ergebnis der Bertelsmann Stiftung: Hessens Kommunen haben die höchsten Einnahmen. Steuern 1.485 pro Einwohner und Zuweisungen 1.340 pro Einwohner aller Kommunen. Doppelt so viel wie z.B. die Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern. Bei den Zuweisungen hat Hessen zwar durch den neuen KFA am meisten zugelegt, bleibt aber immer noch am Ende der Skala. Bei Gebühren und Beiträgen hingegen liegt Hessen 442 € pro Einwohner hinter Nordrhein-Westfalen an der Spitze. Rheinland-Pfalz, unser ach so geliebtes Nachbarland, erhebt nicht einmal die Hälfte bei seinen Bürgerinnen und Bürgern, nämlich 214 € pro Einwohner. Vierter Punkt. Hessen ist eines von vier Ländern, die zusammen mehr als 80% der Kassenkredite angehäuft haben. Woran liegt denn das? Fünfter Punkt. Bedingt durch die hohe Verschuldung sind natürlich auch die Zinsausgaben in Hessen, und da ist es vollkommen wurscht, ob wir Niedrigzins oder Hochzins haben, am zweithöchsten. Gott sei Dank haben wir Niedrigzins, sonst würden die Kommunen natürlich noch viel, viel mehr belastet. Hessen hat einen Zuwachs der Grundsteuer B von fast 60% zwischen 2005 und 2015 erzielt. Hessen hat außerdem gemeinsam mit Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg die höchsten Gesamtausgaben pro Einwohner. Meine sehr verehrten Damen und Herren, was mich schon seit bestimmt 10, 15 Jahren beschäftigt und wo wir einfach keine qualifizierte Antwort bekommen, ist die Frage, wieso eigentlich sind auf kommunaler Ebene die Sozialleistungen im Vergleich zu den anderen Bundesländern so hoch? Woran liegt das eigentlich? Also, es kann ja nicht an der sozialökonomischen Struktur unseres Landes liegen. Weil ich hatte vorhin MacPom erwähnt. Da geht es wohl ein bisschen härter zur Sache, sowohl bei fehlenden Einnahmen wie auch bei erhöhten Ausgaben. Und trotzdem sind die sozialen Leistungen, die in Hessen von den Kommunen zu erbringen sind, auf alle Fälle effektiv erbracht werden, sehr hoch. Ich kann mich daran erinnern, dass unter der Verantwortung des ehemaligen Ministerpräsidenten Roland Koch und auch auf Drängen des Koalitionspartners FDP im Jahre 2009 eine Gruppe eingerichtet worden ist, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen sollte. Ich musste mit Bedauern zur Kenntnis nehmen und konnte das als Koalitionspartner auch nicht mehr so beeinflussen, dass diese Gruppe sich letztlich selbst blockiert hat, weil auf der einen Seite die Professores, die das Land Hessen vertreten haben, sich auf der anderen Seite gestritten haben mit den Professores, die die Kommunen zur Verfügung gestellt haben. Und ich hatte das Gefühl, wir wollten dann letztlich auch nicht mehr zu einer Einigung kommen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist jetzt Zeit, herauszufinden, wieso in Hessen die sozialen Leistungen im Vergleich zu anderen Bundesländern so extrem hoch sind. Vielleicht liegt es ja daran, dass wir zu hohe Standards in unseren Gesetzen als Landtag beschlossen haben. Vielleicht liegt es auch an den Strukturen der Entscheidungsabläufe, die in unserem Land sind. Aber ich wollte mich ganz bewusst mal mit Themen beschäftigen, die sicherlich morgen nicht alle so in der Presse stehen werden, die aber letztlich die Belastungen für unsere Kommunen so deutlich machen und wo wir endlich herangehen müssen, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen. Denn nur so ist erklärbar, dass die Investitionen im Vergleich zu den anderen Bundesländern im unteren Mittelfeld liegen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das kann doch alles nicht richtig sein. Ich guckte auch bewusst den Kollegen von der LINKEN an. Sie haben ja die Philosophie, es muss alles irgendwie gemacht und bezahlt werden. Vielleicht muss da gar nicht alles gemacht und bezahlt werden. Vielleicht können schon organisatorische Strukturveränderungen dazu führen, dass wir weniger Geld in den Sozialtopf kommen. Kommt das eigentlich bei den Bedürftigen an? Fragezeichen, hereinkommt und mehr in Investitionen. Meine sehr verehrten Damen und Herren,
Natürlich ist, und da möchte ich anknüpfen ganz kurz an die Debatte von eben, natürlich ist jetzt eine neue Flanke geschaffen worden, indem die von den Regierungskoalitionen propagierte Abschaffung der Kindergartengebühren zu einem Großteil über den KFA finanziert werden soll. Ich werde, Herr Minister Dr. Schäfer, Ihnen diese Frage schon einmal mit auf den Weg geben für unser gemeinsames Treffen heute Abend. Ich verstehe es nicht, dass man bei dem KFA neu noch irgendetwas über den KFA finanzieren kann. Weil der KFA neu ist ausschließlich, so hat es uns das Gericht vorgeschrieben, ist ausschließlich eine Bedarfsbezahlung. Also das, was früher beim KFA alt mit den kleinen Töpfen, den großen Töpfen, den Sondertöpfen, den Nebentöpfen, den Obertöpfen, den Untertöpfen, meine sehr verehrten Damen und Herren, noch strukturelle oder auch nur parteipolitisch gewollte Landespolitik war, ist nach dem neuen KFA so nicht mehr zulässig. Deshalb bin ich sehr gespannt, wie Sie den Kommunen Geld wegnehmen wollen, das eigentlich den Kommunen zusteht, obwohl sie ja eine bedarfsgerechte Ausstattung der Kommunen vornehmen sollen müssen. Dieses hat der Staatsgerichtshof so beschlossen. Die Frage können wir sicherlich nachher in aller Ruhe noch einmal erörtern. Oder die Antwort können wir noch einmal erörtern. Das wäre vielleicht noch besser als nur die Frage. Sie merken, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass wir Freie Demokraten ganz prinzipiell Ihre Überheblichkeit, Herr Kollege Kaufmann, spricht einfach nur gegen Sie. Spricht einfach nur gegen Sie. Ich hatte ja gehofft, Herr Kollege Kaufmann, dass auch bei Ihnen irgendwann einmal ein bisschen Altersweisheit kommt. Ich gebe hiermit die Hoffnung auf. Ich gebe hiermit die Hoffnung auf. Meine sehr verehrten Damen und Herren, natürlich ist die Hessenkasse ein vernünftiges Instrument. Wir werden sie auch nicht mit einer negativen Duktus in uns begleiten, sondern wir werden Fragen stellen und hoffentlich diese auch dazu hinbringen, dass sie gerechter wird. Ich halte es nicht für gerecht, dass nach den jetzigen Berechnungen und nicht, weil René Rock daherkommt und der amtierende Präsident im Stuhle, ich finde es ungerecht, dass Seligenstadt, die ordentlich gewirtschaftet haben, Rottgau mitfinanzieren muss, die nicht so ordentlich gewirtschaftet haben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das hat mit Gerechtigkeit überhaupt nichts zu tun. Wir müssen uns die Frage stellen, was passiert denn mit den Kommunen, die überhaupt keine Kassenkredite haben? Was passiert denn mit den Kommunen, die in einem Kreis leben, wo auch der Kreis erhebliche Kassenkredite hat? Wie wird denn da dann abgefedert? Da kommt man mit der überheblichen Argumentation des Kollegen Kaufmann nicht weiter. Da muss man schon etwas tiefer in die Sache hereingehen. Deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, gehen wir tiefenentspannt, aber schon mit einer sehr klaren Vorstellung, es kann nicht sein, dass diejenigen, die ordentlich gewirtschaftet haben, benachteiligt werden gegenüber denjenigen, die auch hätten ordentlich wirtschaften können, es aber nicht getan haben und sich nunmehr einen schlanken Fuß aus dieser Veranstaltung machen. Darauf werden wir achten. Und eine letzte Bemerkung, das ist wirklich nur ein Satz, Herr Präsident. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich rate den Kolleginnen und Kollegen der CDU und der GRÜNEN, und ich rate auch dem Herrn Finanzminister dazu, nicht immer wieder neue Fake News in die Welt zu setzen. Das ist zu einem Großteil kein Landesgeld, schon wie beim KIP II nicht, obwohl das in fast jeder Presseerklärung drin steht, das Land hilft und so weiter, sondern da ist es Bundesgeld und hier ist es kommunales Geld. Also Fake News sollten ab jetzt einfach einmal aufhören. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Hahn. Das Wort hat der Finanzminister, Staatsminister Dr. Schäfer. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Um beim Letzten anzuknüpfen, in der Tat empfehle ich die Diskussion mit einer gewissen Grundentspannung, aber einem Konzentrieren auf die dahinterliegenden Sachfragen zu konzentrieren. Die Zahlen, die Kollege Schmidt angesprochen hat,
hat er ja nicht erfunden, sondern sie stammen aus der Präsentation des Finanzministeriums, die wir in der Pressekonferenz, als wir das Programm festgestellt haben, auf den Tisch gelegt haben. So viel zum Thema Fake oder Real News, Herr Kollege Hahn. Insofern, meine sehr verehrten Damen und Herren, sind die Zahlen, die Herr Schmidt vorgetragen hat, richtig, aber unvollständig. Sie sind richtig, was die Zusammensetzung der Mittel der 300 Millionen, die cum grano salis jährlich benötigt sind. Allerdings hat er vergessen, darauf hinzuweisen, dass Bestandteil des Gesamtkonzeptes ja ein Investitionsprogramm von 500 Millionen Euro verteilt auf 5 Jahre ist, mit dem wir aus Landesmitteln sicherstellen wollen, dass der Effekt, den Kollege Hahn geschildert hat, dass Kommunen, die es nicht benötigt haben, Kassenkredite aufzunehmen, obwohl sie von ihrer Sozialstruktur eigentlich in einer Situation waren, dass das Risiko hoch gewesen wäre, dass sie darauf angewiesen wären, gefördert werden soll. Wenn Sie die mit hineinrechnen, kommen Sie auf einer Gesamtjahresscheibe in den nächsten Jahren von 400 Millionen und einem Anteil des Landes von 40% daraus. Jetzt können Sie immer noch sagen, es müsste höher sein. Aber jedenfalls ist die Quote mal schlappe doppelt so hoch, wie Sie sie geschildert haben. Jetzt können wir ja versuchen, sozusagen die Schlachten der Vergangenheit, wer ist an was schuld gewesen, wie wiederholen. Ich glaube, das macht keinen Sinn. Wir haben ausreichend Gelegenheit und Notwendigkeit, über das zu sprechen, was jetzt ansteht, was für die Zukunft dort erforderlich ist. Ich habe jedenfalls der Debatte keinen kritischen Unterton daran entnommen, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, das Kassenkreditproblem zu lösen. Wenn nicht jetzt, wann dann, meine sehr verehrten Damen und Herren? Das Schicksal der Bertelsmann-Studie, wie fast jeder Studie, zwischen Ende der wissenschaftlichen Arbeit und Vorstellung und Drucklegung liegen immer Zeiträume. Und die Wissenschaftler haben immer die große Hoffnung, dass zwischendrin nicht viel passiert, um die Aktualität ihrer Untersuchungen festzuhalten. Diesmal hat die Bertelsmann-Stiftung richtig Pech gehabt. Denn unser Konzept der Hessenkasse mit reingerechnet, hat Kollege Hahn auch recht, wären wesentliche Teile der Analyse weg. Und ich muss eines sagen, ein solches Konzept wie das der Hessenkasse ist bundesweit einmalig. Es gibt kein einziges Bundesland, das so in die Vollen geht. Wir sind das einzige Bundesland, das zum 1.7. des kommenden Jahres die Kassenkredite der Kommune auf Null stellen wird. Es gibt es nirgendwo anders. Auch in den Bundesländern Rheinland-Pfalz, die ja noch sehr viel höhere Kassenkredite pro Einwohner haben, oder aber auch in Nordrhein-Westfalen hat es solche Konzepte in den letzten Jahren nicht gegeben, um sozusagen auch die Frage der politischen Farbschattierung von Regierungskonstellationen auch nur mal kurz in der Debatte aufscheinen zu lassen, meine Damen und Herren. So, und jetzt sind wir in der Situation, was passiert jetzt? Und Kollege Schmidt hat zu Recht darauf hingewiesen, dass natürlich es ein falscher Weg wäre, den Tilgungsbeitrag, den die Kommune selbst zu erbringen hat, 25 € je Einwohner, wenn der am Ende dazu führen würde, dass an anderer Stelle Gebühren, Beiträge, Abgaben erhöht werden müssen. Dazu lohnt auch wieder ein Blick in die Zahlen. Wir haben ja jetzt abgefragt bei den Kommunen, welche Kassenkreditbestände habt ihr, wie werden sie sich wahrscheinlich entwickeln und Ähnliches. Und es kommt darauf, dass die durchschnittliche Verzinsung der Kassenkredite ungefähr bei 0,4% im Jahr liegt. Allerdings mit einer beträchtlichen Varianz. Wir haben auch Kassenkredite, wo die Kommune sie festgelegt hat. Auch eine Frage, ob das mit dem Haushaltsrecht vereinbar war, schenke ich mir jetzt mal, mit teilweise Zinsen von 4,88% in der Spitze. Also eine enorme Varianz von Zinsbelastung. So, und wenn ich mir anschaue, wie die Kommunen in den nächsten Jahren ihre Zinsbelastung aus den Kassenkrediten geplant haben, dann sehen Sie, dass in den Haushaltsplan 2017 aller Kommunen zusammen etwas 72 Millionen € geplant waren für Zinsen von Kassenkrediten. Wir erwarten mit den 25 € je Einwohner einen Drittelbetrag von den 300 Millionen, also 100 Millionen Beitrag. Das heißt, von diesen 100 Millionen Jahresbeitrag sind 72 Millionen da schon gedeckt, dass Sie die Zinsen nicht mehr zahlen müssen auf den Kassenkredit. Bleibt ein Betrag von zwischen 20 und 30 Millionen irgendwie, vielleicht auch 40, sei es drum, den die Kommunen zusätzlich werden aufbringen müssen an Liquiditätsbelastung.
Wenn wir dagegen wiederum halten, wie sich der kommunale Finanzausgleich in den kommenden Jahren nach aller Wahrscheinlichkeit entwickeln wird, 4,6 Milliarden in diesem Jahr, 5 Milliarden knapp im kommenden Jahr, 5,2 in 19, 5,6 in 20 und 5,8 in 21 in der mittelfristigen Finanzplanung. Eine Steigerung in 5 Jahren um 1,2 Milliarden Euro oder 26%, meine Damen und Herren. Dann spricht sehr viel dafür. Die Steigerung der letzten 5 Jahre waren 21%. Dass daraus jedenfalls hinlängliche Spielräume entstehen werden, um diesen Betrag 30, 40, 50 Millionen Euro jährlich so finanzieren zu können, dass die Belastungen aus dem Abfinanzieren der Allschulden ohne jedwede Veränderung in der Gebühren- und Beitragssituation der Kommunen erreicht werden kann, meine Damen und Herren. Um das sicherzustellen, werden wir eine Arbeitsgruppe von Kassenkreditprüfern zusammengestellt. In den kommenden Wochen beginnen, nachdem die Rückmeldungen zurückgelaufen sind, mit jeder einzelnen Kommune darüber zu sprechen. Was ist der genaue Kassenkreditbestand? Wo geht es hin? Wie ist die Liquiditätsplanung, die ihr habt? Wir haben aber auch festgestellt, dass es Kommunen gibt, die hohe Kassenkredite haben und gleichzeitig aber auch Guthaben auf Termingeldkonten unterhalten haben. Ob das immer so wirtschaftlich war, weiß ich. Das ist kein kleines Phänomen. Das sind fast 400 Millionen. Die Kommunen, die eigentlich Kassenkredite haben, auf der anderen Seite aber als liquide Geldanlage vorgehalten haben. Deshalb reden wir auch mit jeder einzelnen Kommune. Deshalb hat Kollegin Goldbach völlig recht. Auch die Ursachen für Kassenkredite sind von Kommune zu Kommune extrem unterschiedlich. Die beiden Beispiele Lauterbach und Alsfeld sprechen schon für sich. Ich könnte weitere hinzufügen. Wo strukturell vergleichbare Kommunen in enger räumlicher Entfernung offensichtlich, weil in der Vergangenheit nicht nur richtige politische Entscheidungen vor Ort getroffen sind, die einen kräftig in den Kassenkrediten hängen, während die anderen grundsolide gewirtschaften gearbeitet haben. Und deshalb, meine Damen und Herren, das lassen Sie mich zum Schluss hinzufügen, ist dieses 500-Millionen-Investitionsprogramm auch ein wichtiger integraler Bestandteil des Gesamtkonzeptes. Denn genau dieses Gefühl soll es nicht geben, dass die, die eigentlich die schwierige strukturelle Voraussetzungen haben und trotzdem nicht der Versuchung erliegen sind, über ihre Verhältnisse zu leben, dass die das Gefühl haben, sie seien die Dummen am Ende des Spiels. Das darf nicht passieren, meine Damen und Herren. Das heißt aber auch, meine Damen und Herren, dass nicht jeder, der keinen Kassenkredit hat, sich Hoffnungen machen darf, von dem Programm zu profitieren. Jetzt mögen Sie mir die Eschborner nachsehen, dass ich immer mal gerne auf dieses Beispiel zurückgreife. Aber dass Eschborn keinen Kassenkredit hat, ist vermutlich kein Kunststück örtlicher Kommunalpolitik, sondern den äußeren Umständen geschuldet. Wenn wir jetzt ausschließlich die Frage zum Maßstab machen würden, wer hat keinen Kassenkredit, müssten wir Eschborn an diesem Investitionsprogramm beteiligen. Ich glaube, dann würden die anderen, dann wären die anderen zu Recht noch eine Spur saurer, wenn am Ende ein solches Programm, das sich tendenziell an diejenigen Gemeinden wendet, die eben finanziell schlechter gestellt sind, bei den anderen das Geld landet, was sie eigentlich bräuchten. Deshalb, meine Damen und Herren, werden wir bei der Entwicklung eines Kennzahlensets sehr genau schauen, wer hat keine Kassenkredite, weil er ordentlich gewirtschaftet hat, aber auch Voraussetzungen vor Ort hatte, die dieses ordentliche Wirtschaften ermöglicht haben. Und wer hat wirklich jeden Cent viermal umgedreht, weil er einfach die Situation nicht hatte, etwas machen zu können? Und an die müssen wir uns wenden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und da sind wir eher in Breitenbach am Herzberg als in Eschborn, meine Damen und Herren. Das ist am Ende die Gesamtkonzeption. Lassen Sie mich zum Schluss aber noch einen Satz hinzufügen. Zu dieser großen Leistung der Solidargemeinschaft, Bundesmittel, Landesmittel, kommunale Gemeinschaftsmittel, kommt am Ende aber auch eines hinzu, dass nach Abschluss des Verfahrens die Kommunen mit null Kassenkredit, der Kassenkredit künftig wieder das sein muss, was er einmal war. Eine Ausnahmesituation zur unterjährigen Liquiditätssicherstellung, um Zahlungstermine abzustellen. Am Ende muss am Jahresende der wieder bei null stehen, wie er am Jahresanfang auch gestanden hat. Große Ausnahmen, wenn mal Gewerbesteuer wegbrechen, kennen wir alles weg. Die regelmäßige Finanzierung des laufenden Haushalts auf dem Kassenkredit muss ein Ende haben. Und das ist dann eine gemeinsame Aufgabe, zunächst derer vor Ort,
aber auch der Arbeit der Aufsichtsbehörden, die an der Stelle, wiederhole es, in der gemeinsamen Tätigkeit der Arbeitsgruppen dafür Sorge tragen werden, dass das in partnerschaftlicher Atmosphäre diskutiert, entschieden und für die Zukunft so praktiziert wird, wie es in südlichen Bundesländern in vergangenen Jahrzehnten immer der Fall war und erheblichen Beitrag dazu geleistet hat, dass es dort eine Verschuldung in der Dimension nicht gibt. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Herr Minister Dr. Schäfer. Es gibt keine weiteren Wortmeldungen mehr. Die Debatte beendet. Wir stimmen direkt ab über den Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN 19/5169. Wer ihm zustimmt, bitte um das Handzeichen. CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Die SPD. Wer enthält sich? Die LINKE war auch dagegen. Dann ist ja gut. Ja, müssen wir es nur sagen, dass man sieht. LINKE dagegen. Wer enthält sich? Die FDP. Dann ist der Antrag mit Mehrheit beschlossen.